damit willkommen zurück. Ja, auch ja. Alles klar. So. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Okidoki. So, und damit machen wir uns auf. Gucken, wo sind wir denn hier? Ja. Da sind die Maschinen. Da müssen wir hin. Und hier ist der Aussichtspunkt. Da gingen wir mal als erstes hin. Mal rausfinden, was es damit auf sich hat. Aussichtsturm, was? Aus der alten Welt sieht wie eine Art Gebäude vor steilen Klippen aus. Das Bild ist unvollständig. Aber wenn ich es am Aufnahmeort ausrichte, kann mein Fokus vielleicht die Lücken füllen. Das passt wohl nicht. Ich suche besser weiter. Eine Brücke? Die Ruinen einer Brücke. Hat geklappt. Das fertige Bild hat eine Datei freigeschaltet. Die Aussichtspunkte wurden wohl von Miriam Technologies errichtet. Das war Elisabeths Unternehmen. Ob ich wohl in der Wildnis noch mehr von ihnen finden kann? Wahrscheinlich. So. In dem Haus ist übrigens auch ein Ornament zu finden. Das habe ich aber oft gemacht. Dazu gibt es auch genug Geld im Internet. Das brauchen wir heute hier nicht zu gucken. Wir machen weiter mit der Hauptquest. Zu Pottekom. Ah, guck mal. Waschbär, der hat wertvolle Häute für mich. Und Waschbärknochen, das ist wichtig. Brauche ich für Taschen. Taschen und so. So. Und er ist voller Dornrago. Ja. Die ist so weg. Genau, haut euch einfach gegenseitig kaputt. Noch einer weniger. Das ist der letzte. Oh, noch zwei. Ui! Volle Möhre erwischt. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Eine Maschine weniger. Wildschwein jetzt nicht. Komm doch mal her. Jawohl, wir müssen ja reden. Ganz genau. Ja, keine Ahnung, was eine Nora hier macht, aber wir schulden dir was. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet. Aber einer der Dornrücken griff uns an. Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Ja, wird schon.
Passt. Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Supi. Ich glaube, ich habe die meisten Dornrücken erledigt. Captain Katz kann wieder an die Arbeit. Ich überbringe Irvin die gute Nachricht. Und Wardis. Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden. Ja. Wo wir aber gerade hier sind, da gibt's das Bitterkraut. Bitterkraut, ganz genau. Gehen wir noch. Nehmen wir noch mit. Eine braune Ratte. Ach ja, und den Keiler. Komm. Wo war der? Da. Der hatte doch auch noch was. So. Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinbruch. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Da machen wir aber jetzt keinen offensiven Kampf. Dornrücken bei den Wasserfällen. Ich schau lieber mal nach. Sieht nach einem Aufprall aus. Die wurden gehetzt. Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt? Ja, mit Sicherheit. Ich will den Pfad nach oben folgen. Das wissen wir doch schon. Deswegen sind die ja alle hier. Gut. Immer gut, einen Vorrat zu haben. Jo. Bitterkraut. Siehste. Okay, das dürfte genug Bitterkraut sein. Ach, jetzt Wühler, ja? Oh, da ist eine Ruine, wo ich wahrscheinlich die Daten von den Maschinen kriege. Oh, da ist die Wühlerposition. Oh, okay. Dann erstmal das und dann können wir alles zurückbringen nach Kettenkratz. So ist der Plan. Mal sehen, ob ich den auch so durchführen kann, ohne dass 100 neue Quests aufpoppen. Hallo? Ach so, okay. Den nehmen wir auch mit. So viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Das ja. Die Höhle führt aus dem Schrecken hinaus. Ja. Wohin das führt. Hui.
stürzt hier gleich alles ein. Die alten Gleise sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Da gehe ich wohl nicht lang. Tiefen der Mine dringt Rauch. Eine Explosion? Okay. Okay. Ach, sieh mal da. Da ist ein, ne? Kann ich zurück. Ach, ein toter Dornrücken. Die Gleise sind unter ihm weggebrochen. Die Dornrücken waren also hier. Ja, da sind ja auch noch zwei. Also ja, es hat das. Aber sie saßen hier in der Falle. Ich muss sie erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Springst du jetzt runter, oder? Nee, ne? Du springst nicht runter. Hallo? Du springst nicht runter, ne? Nein. Okay. Ich sollte nachsehen, woher dieser Rauch kommt. Erstmal plündern. Bidi, bidi. Immer mit. Was ist das? Ah, ich stütze mich alles an. Warte, ich nehme auch noch. Du hast nichts, okay. Sehr viel Rauch. Die Mine scheint weit in die Tiefe zu führen. Sackgasse. Den Weg haben wohl auch Dornrücken eingerissen. Um Löcher in Berge zu sprengen. Und auf einem der Fässer ist ein Zettel.
Die Nachricht ist für Over. Diese Mine sollte wohl geschlossen werden. Olvent ist wohl gierig geworden. Sie hat immer tiefer in den Berg gesprengt. Ich sollte Javad davon unterrichten. Oh. Ich sollte mir noch etwas erinnern. Gibt es Neuigkeiten? Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Ja. Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Glaub's doch nicht. Dass Alvins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Ja. Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Ich muss gehen. Natürlich. Hab's verstanden. Du bist kein Scharfschütze. Wenn ich herausfinden will, wo die Dornrücken herkamen, muss ich weiter nach Westen. Noch ein Grund, die Gesandtschaft zu starten. Hey, Leute. Hast du genug von der Welt? Hast du doch Lust auf Wieso spielen wir nicht deine Partie Streit? Weil ich dafür eigentlich keine Zeit habe. Lust auf gratis Essen? Ich guck mir das jetzt mal an. Falllimit, niedrige Gesundheit, Regeneration. Das ist gut. Warte mal. Ah, du bist ja noch hier. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Ja. Jetzt, wo du den Schock verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte nicht länger dauern als ein... Ja... Zwei Tage. Nein. Du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osseram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du es jetzt, oder ich mach's. Ha! Ich wusste, dass du es schaffst. Freunde, versammelt euch. Die Retterin von Meridian hat es Was wieder jetzt? Geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du! Die Pfeife soll ertönen. Captain Kratz ist wieder im Geschäft! Großartig. Yay. Und Yay. Alvind hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Yeah. Das ist schon besser. Yeah. Aha. Ja. Ja. Yeah. Musst du nicht zu einer Gesandtschaft? Ja, das muss ich wohl. Jetzt, da die Arbeit in Kettenkratz wieder läuft, sollten die Händler wieder offen sein. Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich Wadis nach Fahrlicht schicke. Vor allen Dingen aber brauche ich meine Werkbank. So, was können wir denn? Waffen-Upgrades, 2 Stück können wir machen. Sprengschleuder benutze ich eigentlich nie. Stolperfallen auch nicht. Ah, ich habe die Gräberklanghülse nicht. Machen wir das mal. Wer weiß, wann ich die mal brauche. Oh, warte. Lieber mit der Stolperfalle. Falls ich das brauche. Nicht wirklich.
Die Stolperfallen sind immer super für die Ruinen. Outfit-Upgrades? Nein. Nee. Ja. So. Ich habe hier nur das Beste für dich, Rotschopf. Schließlich haben wir dir den Pfiff zu verdanken. Oh, Feuerpfeile. Das nehme ich doch gerne. Stürmerzirkulator habe ich nicht. Tja. Den braucht man nicht. Obwohl, wenn wir Abriss brauchen. Lieber haben als brauchen. Hier können wir welche noch kaufen. Ja, komm, ein paar. 12 reichen aber. Ne? Reicht eigentlich. Irgendwas. Ja. Komm gerne wieder. Ja, eine Ultra mit einem Gedichtwettbewerb klingt nach einer tollen Idee. Sehr gut. So, gelehrter Wort. Gefahrlich ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich einen Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut? Ja. Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch 3 Eskorten haben. Ich gehe nach Fahrlicht, Wardis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Check. Guter Mann, möchtest du meinen Stürmer haben? Dann kann der das ziehen. Anscheinend nicht. Dann zieh das mal alleine. Er guckt auch so, als ob er denkt. Okay, ich hätte euch auch noch einen Stürmer gegeben, aber. Tja, nachdem das erledigt ist, kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Ja. Wenn ich durchkomme, kann ich Science aufspüren. Kann nicht sein. Hades. Wer ist was? Hey, bist du diese Nora Maschinenjägerin? Ja. Wie es aussieht, werden die Tore zum Westen nie geöffnet. Was ist eine Siedlung? Okay. Aber ich glaube, ich ruf mal meinen Stürmer. Naja, das Lagerfeuer. Wir reiten mal oben lang. Ich hab jetzt keinen Bock abzusteigen. Oder vom Pferd irgendwie Kampf machen. Berittener Kampf, so heißt es. Fahrlicht. Der letzte Teil des Sonnenreichs vor dem verbotenen Westen. Ich muss absteigen in Karjahorn. Vielleicht heißt das, die Gesandtschaft beginnt bald. Okay, ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Aber zuerst sollte ich Vorräte auffüllen. Vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Sieht gut aus. Ah, hier ist eine Vorratsdose. Einmal. So. Aufgefüllt. Hey, Kleine. Da ist Erend. Er hat wohl einiges Intus. Du bist schlecht gelaunt, was? Kommt von den gebrochenen Rippen. Klar. Meine Herren. Hallo. Unser Stichwort. Wird es so besser?
Ich würde dich einladen. Wer rettet dann die Welt? Lass mich raten. Du hast es eilig. Also frag einfach, wenn du was brauchst. Wie ist es gelaufen, seit... Du heimlich davon bist? Nicht schlecht. Die Garde schlägt sich gut. Hat der Bart nach dem Kampf gegen die Eklipse unterstützt. Nach einem Monat bestatteten wir seinem Anrecht. Dann kam der Auftrag, Wadis auf seinem Weg zur Gesandtschaft zu behüten. Dachte, das wird ein Kinderspiel, also ging es natürlich schief. Natürlich. Du wurdest überrascht. War nicht dein Fehler. Noch ein paar von denen und ich glaub's. Also, konntet ihr Ersa bestatten, wie ihr es vorhattet? Ja, konnten wir. Viele Leute erwiesen ihr die letzte Ehre. Die Hälfte schuldete ihr Gefallen. Die andere sogar ihr Leben. Nee, am Ende tranken dann alle. Das wildeste Begräbnis aller Zeiten. Das hätte ihr sicher gefallen. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Hätte alle unter den Tisch gesoffen. Was weißt du über die Gesandtschaft? Nicht viel. Nur, dass Abad sie unbedingt entsenden will. Er will partout Frieden mit diesen Tenakt. Ja, aber ich auch. Aber wie ich höre, sind die nicht sonderlich erpicht auf Diplomatie. Sie lassen Klingen und Pfeile sprechen. Wenn du zu ihnen gehst, sei vorsichtig. Das könnte schnell übel werden. Ich werde dran denken. Was weißt du über den Ort? Nichts Gutes. Dorthin haben die Kaja die Gefangenen der roten Raubzüge aus dem verbotenen Westen gebracht. Die Glücklichen wurden zu Sklaven. Der Rest wurde zum Sonnenring in Meridian gebracht. Als Opfer. So ist es. Die Tenakt verwüsteten ihn, als sie die Kaja aus dem Westen verjagten. Irgendwie verständlich. Jetzt bezahlt der Bad Osseram, ihn wieder aufzubauen. Egal, wie viele neue Steine sie verwenden. Das Blut bleibt für immer. Ich sollte dann mal los. Lass dich nicht aufhalten. Aber willst du das wirklich? Ja, die Welt retten. Bisschen viel für dich allein. Errend. Schon gut. Den Versuch was wert. Also, was ich sagen wollte, wenn du mich jemals brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Nächstes Mal hoffentlich nüchtern. Verlass dich nicht drauf. Pass gut auf dich auf, Ella. Sie ist positiv, Vajiv. Da ist eine dicke Steinmauer zwischen dir und den Tenakt da draußen. Yes, Sir. Hast du hier das Sagen? Ah, entschuldige, nein. Das wäre Kommandant Nozar. Ich bin Lavan, sein Stellvertreter. Also, was führt Eloy von den Nora nach Farley? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter Wadis hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er liebt seine Schriftrollen. Mhm. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Kommandant Nozar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß der Tenakt-Marschälle fehlt noch. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Die Tore sind offen für alle, die sich hinauswagen wollen. Das war doch klar, oder? Besonders wagemutige Kaja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt, bis die Tenakt wieder weg sind. Wo finde ich Kommandant Nozar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm. Aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll. Besonders, wenn er ohnehin angespannt ist.
Wir werden sehen. Kriegen wir hin. Hier lang. Hier ist ja eine ganze Menge los. Die Tenakt haben hier während der roten Raubzüge gewütet. 2 Jahre Arbeit. Und es wird noch lange dauern. Der Arbeitsstopp in Kettenkratz hat beinahe den Wiederaufbau gestört. Aber eine gewisse Nora hat sie zum Arbeiten motiviert. Ich habe nur ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Beachte mich nicht, während ich eure Sachen plündere. Oh. Okay. Jetzt nicht. Ups. Hey. Zur Seite, Soldat. Sir? Nicht schon wieder. Lohnt es sich, sich den Rücken zu vermurksen? Da ist der Kommandant. Mach dich besser bereit. Und viel Glück. Jede Menge Nebenquests. Nichtige, nervige, kleine Sachen, die eigentlich kein Schwein interessieren und die mir auch überhaupt keinen Vorteil geben. Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Aloy, nicht wahr? Ja, die das Tal für euch gesäubert hat. Die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe. Was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Oh. Wie viele Banner siehst du denn? Ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der 3. Clan da ist und das Tenakthorn erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Ich würde mich da einfach runterhangeln. Danke, aber ich habe genug gewartet. Zeit zu gehen. Auf gar keinen Fall. Diese Gesandtschaft erfordert die Einhaltung von... Lass das sein! Ja, was immer du sagst. Ich hangel mich da jetzt runter, ne? Es sitzt jemand drauf. Oh. Oh. Ah, ist ja klar. Was ist jetzt los? Öffne bitte die Tore! Lass sie nicht durch dieses Tor! Das ist ein direkter Befehl! Sorry, das geht nicht. Ich hätte mich da oben einfach runtergehangelt mit einem Kletterhaken. Und wenn es die Königswinde persönlich ist, die Tore bleiben zu, bis das Horn erklingt! Ich bitte höflich. Was soll ich denn hier tun? Hey, Val. Hi, Erend. Steh hier vor. Ist beschädliche. Aloy will etwas. Öffnet die Leute wollen hier im Weg stehen. Tore. Das wird nicht klappen. Das war's! Nehmt sie fest. Könnt ihr gern versuchen. Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey, Nosa! Du dummer Mistkerl. Du meinst, du darfst das Tor... vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig Avar tun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha. Lass sie durch, Jungs. Wenn's die Welt rettet. Na, was in Meridian vergessen? Schau, Val. Ist doch egal. Hat ja geklappt. Also der Stamm, von dem Marat sprach, die Tenakt. Wir müssen uns erlauben, nach Westen zu gehen. Wäre schon nett, wenn die nicht ständig versuchen würden, mich zu töten. Diese Gesandtschaft läuft noch gar nicht. Wir wollen da einfach reinplatzen? Schluss mit Politik. Genug gewartet. Okay. Zumindest hast du jetzt Verstärkung. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft. Wo willst du denn schon hin?
Oh. Die sehen aber nicht freundlich aus. Eieiei. Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt. Das ist mit den Kaja vereinbart. Ich bin keine Kaja. Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen Sie verhandeln oder nicht? Kind. Den Kaja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Kaja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Jetzt. Moment. Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Kaja. Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Weggebracht? Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Nur Aloy. Ich bin verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Kaja, Armee der untergehenden Sonne. Verzeih, meinen Kameraden. Hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu Ach, lindern. Du bist das! Ah, und jetzt kommst okay. Du. Ohne Vorwarnung. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Was sagst du? Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Wie bist du unter die Tenakt geraten? Das kann ich dir erzählen. Dauert aber. Haben wir eigentlich schon gehört. Aber wie ich das sehe, haben wir wohl eh nichts vor, bis die Gesandtschaft anfängt. Möchtest du es wirklich hören? Na klar. Ich schätze, wir haben Zeit. In Ordnung. Ich war bei Sonnenkönig Girans Truppen, als sie nach Westen zogen. Ich wollte das Schlimmste verhindern. Natürlich. Klappte es nicht. Sie begannen unaussprechliche Schandtaten und die Tenakt reagierten darauf. Als die Clans unser vorderes Lager der Zinnobersande überrannten, blieb ich zurück, um den Nachzüglern zu helfen und wurde geschnappt. Ich habe es ihnen nicht einfach gemacht und sie haben es mir auf der Reise in ihre Hauptstadt vergolten. Soweit weiß ich es. Ich verlor unterwegs so viel Blut und war leichenblass, als sie mich zu Häuptling Hikaru brachten. Ich dachte, ich wäre tot, also ergriff ich verzweifelte Maßnahmen. Als du den Tenakt-Häuptling trafst, tatest du etwas Verzweifeltes? Ich hielt die Ohren offen, als die Tenakt mich mitzerrten. Und ich hörte von einem Urteilskampf, den sie offenbar huldigen. Deswegen also, hat er da... Als sie mich vor Hikaru warfen, forderte ich dieses Ritual ein, die Kohlrot. Im Glauben an Sieg gewährte mir einen Vorteil, mein Leben oder sogar die Freiheit. Die anderen Tenakt heulten, aber Hikaru starrte sie nieder. Und dann fiel sein Blick auf mich. Er wusste meinen Einfallsreichtum offenbar zu schätzen. Er erlaubte mir die Teilnahme an der Kohlrot. Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand. Du sagtest, die Kohlrot ist ein Tenakt-Urteilskampf? Ja, aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Kein Zweikampf Mann gegen Mann, zumindest kein direkter. Die Beteiligten kämpfen in einer großen Arena gegen Maschinen und nur die Stärksten überleben. Glaub mir, es ist nicht einfach, sich einer Maschine zu stellen, während Hunderte um dich herum nach Blut schreien. Das ist mir vertrauter, als du denkst. Wirklich? Ja. Dann hast du meinen Respekt.
Wie du habe ich den Kampf überlebt. Ich hatte auf Freiheit gehofft, doch das stand nie zur Debatte. Ich musste dem Häuptling dienen. Du hast dem Tenakt Häuptling gedient? Die Sieger der Kohlrut müssen ihm als Marschälle dienen. Das Wort hast du schon erwähnt. Was heißt es? Das Wort selbst bezieht sich auf einen Schutzgeist aus längst vergangenen Zeiten. Konkret sind Marschälle Hikarus fahrende Gesetzgeber, teils Magistrat, teils Richter, teils Henker. Ich gehörte nun zu ihnen und diente mit Ehre, aber viele Tenakt spuckten nach wie vor aus, wenn sie mich sahen. Aber nur, bis ich sie zu Boden zwang und ihre Gesichter hineindrückte. So kann man es natürlich auch machen. Wie du bemerkt hast, ist Gewalt die Muttersprache der Tenakt. Nur mit ihr überlebt man. Okay. Aber die Kaja sprechen sie auch. Mehr als sie sollten. Verständlich, dass die Tenakt sie hassen. Ja. Heißt das, du bist noch immer Kaja? Ein Teil von mir, ja. Immer. Doch es gibt viel zu bewundern an den Tenakt. Besonders ihren Häuptling. Ich habe gehört, wie es vor seiner Herrschaft war. 3 Clans, immer im Krieg, ständig in Fehde miteinander. Hikaru und die Marschälle schufen eine Art Frieden. Und jetzt schaut er nach vorne. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja einmal eine Zusammenarbeit mit den Kaja. Ich hoffe. Die Kaja reden über Hikaru wie über ein Monster. Die Kaja müssen ihn verteufeln und wenn nur, weil er sie aus dem Feld gefegt hat. Ja, er ist furchterregend. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, er würde mich häuten. Aber er ist kein böser Tyrann wie der verrückte Sonnenkönig. Wenn du das Glück hast, ihn zu treffen, so wie ich, würdest du sehen, dass er eigentlich nur das Beste für sein Volk will. Hoffentlich sprichst du mit ihm. Du interessierst ihn sicher. Gut. So war das also. Du hörst sie als erste Ostländerin, aber nicht als letzte. Ja. Die Kaja müssen davon erfahren. Ja. Ja. Du redest völlig anders über die Tenakt, als die Kaja es tun. Naja. Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Ja. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Das ist keine... egal. Nimm das als Beweis, dass du in die Länder der Tenakt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein? Glaubt jemanden, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Hikaru kennt den Westen besser als sonst jemand. Vielleicht kann er dir ja helfen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsclan-Banner! Jetzt brauche ich die eigentlich nicht mehr, oder? Ich habe doch jetzt die Erlaubnis. Es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsclan. Und der Kommandant? So. Nein, ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller 3 Clans. Dann sind es vom Himmelsclan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist hier los? Nicht allen Tenakt gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann breche ich mal auf.
Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Ah, okay. Warten wir, die kommt doch jetzt eh. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl gerade. Das sieht so nach einer Falle aus, aber eigentlich... Die Karja öffnen die Tore. Hoffentlich gefällt denen noch alles. Wie die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Ich hab's befürchtet. Hört, Marschälle! Die ihr Tenakt sein wollt! Regala, Häuptling Hilkaros größter Fehler. Diese Rivalin verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Karja. Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Hikaru hat uns verraten. Die Gesandtschaft beweist es. Und ihr Marschälle seid seine Komplizen. Dafür habt ihr den Tod verdient. Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns, Verbannte. Die ist ein bisschen dumm, echt. Lanzen! Formieren! Sie reiten Maschinen! Wo haben Sie das gelernt? Das ist nicht sein verfickter Ernst. Komm jetzt mit uns, oder gar nicht. Hat der Schützen, sich wirklich... Heizt ihnen ein! Why? In Deckung! Schützen! Wehrt sie ab! Ei, ei, ei. Flankieren! Zu den Karja! Überrennt sie! Ziel! Da, wo rot leuchtet? Oh Mann, alle tot. Was war das? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Hey! Komm runter und kämpfe fair!
Lanzen! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! So. Und das sehen wir im nächsten Teil. Bis dann. Ciao.